ihr Lieben, ja, da bin ich wieder und heute machen wir ein Video, was ich wirklich ganz toll finde und ich habe mich inspirieren lassen von Hindash. Das ist ein Make-up-Artist, der jetzt auch dankenswerterweise seine eigenen Produkte macht, weil der Typ wirklich ganz, ganz tolle Produkte entwickelt und auch ein wirklich begnadeter Maskenbildner ist. Und der hat mal, ich füge euch das hier oder rechts oder links mal ein, der hat vor 2 oder 3 Jahren mal das erste Mal ein Video gemacht für Frauen, wirklich mit einer Frau, die weiß nicht, Mitte 50, Mitte 60 ist, ich kann es nicht sagen, ich glaube, das sagt er auch nicht in dem Video, aber ganz offensichtlich, sie hat weiße Haare und so, ihr seht das jetzt wahrscheinlich. Und das fand ich ein ganz tolles Video, aber es war sehr close-up und man sah eben wirklich schön vorher und nachher. Ich hätte ein bisschen mehr Puder verwendet, als er es am Ende getan hat, aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Video inspiriert, ein wirklich easy, alltagstaugliches Make-up für Frauen Ü40, Ü50 und auch Ü60 zu machen. Ich habe es noch ein bisschen vereinfacht, ihr werdet das dann sehen, aber ich linke euch das Video unten rein, nicht nur, weil ich ihn ganz interessant finde, sondern das Video auch an sich ganz schön ist und ich finde die Frau auch ganz faszinierend. Auch ohne Make-up, da sieht man mal wieder, dass Make-up Spaß macht, aber man das nicht unbedingt braucht. Also, das war dazu, das machen wir heute. Ich zeige auch einmal ganz kurz, ich habe, bevor ich hier alle Lichter angemacht habe, einmal ein kurzes Video mitgedreht von mir, weil alle sagen, ja, du siehst mal hier so perfekt aus und du brauchst es gar nicht. Das sieht tatsächlich nur so aus, weil ich so wahnsinnig viele tolle Lichter habe, weil ich ja auch, ich mache ja Make-up-Videos, ne, und keine Tatort-Videos. Das möchte ich natürlich schön haben und manchmal hat man vielleicht den Eindruck, dass Dinge perfekter sind, als sie in Natura eigentlich sind. Deshalb zeige ich euch, bevor wir kurz loslegen, einmal, wenn alle Lichter aus sind. Es ist natürlich draußen irgendwie, wir haben solch einen Regen in Hamburg, ne? Es deprimiert mich, ne? Es ist nur dunkel, deshalb sieht es wahrscheinlich schlimmer aus, als es in Natura tatsächlich ist. Aber das zeige ich euch einmal kurz, damit ihr wisst, wie es tatsächlich aussieht um mich oder bestellt ist um mich. Und eine Sache wollte ich ganz kurz nochmal mit euch besprechen, weil ich euch gerne Rückmeldung geben mag, ne? Ich habe eine Zuschauerin, nennt man das eigentlich so, eine Followerin, auf jeden Fall jemand, der schon ganz lange auf meinem Kanal ist, das ist Janine. Janine ist eine sehr interessante Frau, wie ich finde. Sie hat mir irgendwann mal in so einer Privatnachricht gesagt, dass sie in der Justizvollzugsanstalt für Männer gearbeitet hat, also ein toughes Mädchen. Und das ist jetzt nicht jemand, der immer nur, ist keine Klaköre, ne? Die sagt mir nicht immer nur, wie toll ich bin, sondern sie hat mir durchaus das eine oder andere Mal auch den Marsch geblasen. Und das macht sie aber auf so respektvolle Art und Weise, dass ich das völlig in Ordnung finde. Man muss sich immer meiner Meinung sein. Und gerade Leute, die mir eigentlich wohlgesonnen sind, da weiß ich die Kritik auch richtig einzuschätzen. Die hat mir aber gesagt, weißt du was, Jasmina, es steht dir einfach nicht, dich über negative Kritik so aufzuregen und überhaupt sie zu kommentieren und die Leute dann irgendwie bloßzustellen. Das gehört sich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich absolut anderer Meinung und deshalb interessiert es mich rasend, was ihr dazu sagt. Ich weiß gar nicht, um welchen Kommentar es ging, aber es sind wirklich diese, nicht Kritik, ne, sondern einfach diese wirklich fiesen und gemeinen, die jetzt nur dazu abzielen, dir weh zu tun, ja. Und da bin ich einfach der Meinung, und das ist auch das, was ich meinen Kindern beibringe, das ist Mobbing am Ende des Tages, ne. Wenn jemand da so antritt, dir fies und gemein zu kommen, natürlich könnte ich das löschen, das ist ja toll in der virtuellen Welt, so ein Kommentar einfach ex und hopp. Aber ich finde, dass man die Leute an den Pranger stellen muss. Ich bin nicht der Typ, der, und das habe ich Janine dann auch gesagt, wir haben eine ganz interessante Konversation daraufhin gehabt. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht der Typ bin, der dann die andere Wange hinhält, wenn man mir doof kommt. Und das möchte ich auch nicht, dass meine Kinder das tun. Das ist auch, glaube ich, beim Mobbing im Prinzip das Hauptproblem, dass die Leute, die gemobbt werden, denken, okay, wenn ich nur ganz besonders leise bin und nicht weiter auffalle, dann hört das auf. Nö, ich stelle die Leute an den Pranger, ich mache sie lächerlich, ich konfrontiere sie mit ihrer eigenen Boshaftigkeit. In der Hoffnung, dass eben auch andere sagen, was soll das denn, ne? Ich glaube, gerade in der Anonymität des Internets muss man das machen und deshalb würde es mich wahnsinnig interessieren, wie ihr damit umgehen würdet. Würdet ihr es einfach löschen und sagen, das ist für mich negative Energie, damit will ich mich nicht auseinandersetzen? Oder würdet ihr sozusagen, meine Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung, umsetzen und sagen, nö, der legst du dich mit mir an, dann musst du früher aufstehen. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, das wollte ich euch letztes Mal schon fragen, hatte ich vergessen. Aber so, jetzt beginnen wir mit dem Video. Nehmt euch was Nettes zu trinken, macht es euch gemütlich. Ich freue mich auf die nächsten 20 Minuten, wenn es gut läuft. So, los geht's.
So, wie versprochen, starten wir völlig ungeschminkt und völlig ohne, genau, selbst meine Kamera ist irritiert und weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt scharf zu stellen. Aber so sieht's aus, ohne Lichter, die machen wir einmal wieder an. Los geht's mit dem Make-up. Ich habe mich für eine Kombination aus BB, Cream und Foundation, einmal Charlotte Tilbury Beautiful Skin, eine wirklich satte, tolle Foundation, die einen tollen Glow macht, und die BB Cream von Eborian, ein koreanisches Label, die finde ich so toll. Das hat wirklich ein bisschen deckender eben als eine BB-Cream, die Kombination, aber der Einfachheit halber auch mit den Händen aufgetragen. Wir wollen ja, dass es ein Everyday-Make-up ist und da muss man nicht mit einem Beauty-Blender, den man vorher nass macht und so weiter, sondern einmal schön in die Hand einmassieren. Ich vergesse immer gerne die Ränder unten da am Kinn, deshalb habe ich mir diesmal wirklich Mühe gegeben, das zu verreiben. Ganz, ganz toll. Es sieht nicht so geil auf den Lippen aus, deshalb mache ich es mir einmal weg, aber es gibt wirklich so einen satten, schönen Glow. Ich nehme ein ganz kleines bisschen von Teint Idole Lancôme, das All-Over Concealer in Nummer 4. Ich mache das gar nicht so hell, weil ich möchte wirklich nur ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen die Schatten in meine Augen. Und da, wo ich immer besonders schnell glänze, da mache ich ein bisschen von dem Concealer. Es muss nicht sein, das ist wirklich, das ist die Kür, nicht unbedingt die Pflicht. Wenn es schnell gehen muss, verzichte ich darauf. Aber das macht das Ganze, die ganze Base sozusagen schön rund. Und weil ich einfach überhaupt nicht leben kann ohne das beste Puder der Welt. Das ist das dritte Mal von 8 Cosmetics. Bye Bye Pressed Powder. Es ist für mich wirklich die beste Creme. Gerade unter den Augen, wo wir, wenn wir älter werden, diese trockenen Heizfältchen haben, ist es perfekt. Von Smashbox habe ich den Foundation Stick, aber da nehme ich wirklich, da ist im Prinzip die Foundation, die benutze ich nicht. Ich nehme nur den wirklich klasse Contour Stick an der Seite. Das ist so ein schönes, aschiges, so eine aschige Farbe und das geht wahnsinnig schnell. Also gerade für die Contouring-Muffe, Sie werden sehen, wie wahnsinnig schnell das geht. Das mache ich unter den Lippen, um die so ein bisschen voller erscheinen zu lassen. Aber dann nehme ich meinen Beauty-Blender und seht ihr, wie mit zwei, weiß ich nicht, Wischen ist das sozusagen eingearbeitet und es sieht einfach wirklich klasse aus. Und ich sage euch, wenn die Foundation, also die Base, ne, dazu gehört ja das Contouring, wenn das stimmt, dann ist im Prinzip eigentlich auch egal, was ihr mit dem Rest des Gesichts macht, dann das ist eigentlich die halbe Miete für mich schon, ne? Also eigentlich könntet ihr jetzt Mascara machen und losgehen, aber dann wäre das Video ja nur 5 Minuten lang und das wäre langweilig. Deshalb machen wir trotzdem einfach weiter. Aber ich wollte euch zeigen, wie schnell das einfach geht. Deshalb habe ich das jetzt in kompletter Länge, ohne zu schneiden, den Contouring-Prozess drin gelassen. Ich nehme von Maybelline die Superstay Better Skin. Das ist tatsächlich ein Foundation-Puder, um nochmal so ein ganz kleines bisschen mehr Coverage zu geben. Aber auch das mattiert jetzt nicht so völlig, sondern es gibt immer noch diese Illusion einer gesunden, ja, glowy Haut. Hier habe ich eine, das ist ein Blush, das habe ich schon mal gesagt, der erinnert mich von den von NARS, den Orgasm. Das ist im Prinzip ein Blush, der gleichzeitig so einen kleinen Glow-Effekt hat. Seht ihr das? Das ersetzt euch sozusagen den Highlighter, wenn ihr das an den High Points sozusagen eurer Wangen macht. Das ist ein ganz klasse Blush, wirklich, den liebe ich. Ich brauche immer nur ein bisschen mehr. Deshalb mein Gesicht, weil ich dachte, hä, wo ist denn das hin? Hab's doch gerade aufgetragen. Das gibt auch so einen schönen rosigen Touch, ne? So. Und jetzt mache ich mir einmal die Augenbrauen. Ich fill die ja nur noch so ein bisschen rein, ne? Weil ich habe ja mein Microblading. Und dann freue ich mich auf die von Zoeva, die Smoky Palette. Das ist wirklich eine ganz, ganz klasse Palette. Nur matte Farben, wirklich ganz toll und ganz intensiv. Ich nehme einen Mix aus diesen beiden Farben, aus diesem wirklichen Grau und etwas Mauve-farbenen und setze das sozusagen in dem äußeren Augenwinkel an und lasse den Rest des Lids wirklich blank. Da musste ich auch wirklich, da habe ich ein, zwei Mal, irgendwie bin ich zu tief gekommen, da werdet ihr sehen, dass ich oben nochmal die weiße Farbe genau nehme, um das sozusagen wieder auszugleichen, weil ich möchte, dass das auf dem Lid sozusagen hell bleibt und nur im äußeren Winkel, weil das ist das, was die Augen öffnet, gerade wenn wir so ein bisschen Schlupflider haben. Und dann nehme ich mir die ganz dunkle Farbe und einen sehr, sehr dünnen Pinsel und habe versucht, das mal ein bisschen näher ranzuholen und wirklich nur in den Wimpernkranz einzuarbeiten, ne? Am Anfang wirklich nur so sozusagen reintupfen und dann nehme ich jetzt gleich nochmal einen anderen Pinsel und verwische das noch so ein bisschen, damit das so ein bisschen den Smoky-Effekt hat. Manchmal arbeite ich das ein und mit demselben Pinsel verwische ich das auch. Also auch da habe ich mir jetzt einmal nochmal extra Mühe gegeben. Das öffnet das Auge. Gerade wenn ihr, wie ich, keine Wimpern habt sozusagen, keine Fake-Wimpern,
Wimpern-Extension, dann ist das so ein Schritt, den ihr unbedingt machen müsst, um dann den Wimpernkranz so ein bisschen voller zu machen. Oben mache ich, unten mache ich im Prinzip dasselbe nochmal, was ich oben auch gemacht habe, also ein Mix aus diesen zwei Farben. Das gefällt mir und ich dachte mir, machen wir doch. Ich zeige, das hat mich mal geärgert beim Aufnehmen, weil mir aufgefallen ist, ich zeige euch nicht so richtig, wie man es macht. Deshalb zeige ich euch jetzt nochmal so ein bisschen Close-up das Endergebnis. Ja, und dann sind wir schon bei den Lippen. Da habe ich von Kali Cosmetics 620 den Lip Liner. Ich liebe wirklich leider ihre Lip Liner. Die sind ganz toll. Die halten ewig, sind super cremig. Ganz tolle Farbkombination. Mir hat nur die Farbe an sich nicht so gefallen. Auf meinem Handrücken sah es besser aus. Und deshalb habe ich mich auch für Huda Beauty 122 entschieden oder 123. Ich packe euch alle Links unten rein. Und das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, meine Lippenfarbe, so richtig happy war ich damit nicht. Ich habe noch überlegt, ob ich es ein bisschen lilaner mache, aber dann hätte ich Angst gehabt, dass es nicht so alltagstauglich ist. Ich mache mir kurz die Haare und dann komme ich nochmal zurück zum Tschüss sagen, wa? So ihr Lieben, ich habe mir die Haare gemacht und wenn wir jetzt mal kurz die Tatsache ignorieren, dass der Lippenstift nicht ganz optimal farblich dazu passt, er aber ein bisschen dunkler ist als meine Lippen, von daher kann man schon wieder sagen, das ist ein bisschen natürlich, aber ich sag mal zu dem eher gräulichen, taubfarbenen hätte vielleicht einer, ja, mehr ins Lila gehende Lippenstift hätte vielleicht besser gepasst, aber so ist es auch in Ordnung. Ich liebe die Lippenstifte von Huda Beauty, die haben so einen wirklichen matt abgepuderten Effekt. Da bin ich schon so oft drauf angesprochen worden von Frauen, die gesagt haben, oh, der sieht ja toll aus. Ist das so ein Liquid Lipstick, weil die Leute das ja nicht so gerne mögen oder häufig Leute das nicht mögen. Und wenn ich denen dann sage, nee, das ist ein Lippenstift, der auch ein wirklich cremiges Gefühl auf den Lippen hinterlässt, aber trotzdem ewig hält, sind die immer ganz begeistert. Und jeder, der den nachgekauft hat, hat mir gesagt, der ist wirklich toll. So, das war's, meine Süße. Ich finde, das ist ein tolles Alltags-Make-up, was, wenn man das einmal perfektioniert hat, auch wirklich schnell geht. Ich werde es heute mal ausprobieren. Ich habe nämlich heute den allerersten Elternabend in der neuen Schule meines Sohnes und da will man ja ungern unangenehm auffallen, wenn man schon mit so einem Make-up... Ich habe ja irgendwann mal das Video gemacht, 10 Make-up-Fehler, ne? Und da war ich so im Zeitdruck, da ich gedacht, ja, ich muss jetzt aber Kinder von der Schule abholen und danach muss ich irgendwie zu Rewe einkaufen. Und ich hatte, und das Problem bei diesen Masken ist, da konzentrieren sich die Leute ja auch nur auf die Augen. Und ich hatte ja eine Seite gemacht, wie man es macht, und die andere, wie man es nicht macht. Die Frau in der Wursttheke. Ich habe die ganze Zeit gesehen, wie sie sich gedacht hat, irgendwas stimmt an diesem Gesicht nicht. Aber ich glaube, sie konnte nicht so richtig ausmachen, was das Problem war. Ich habe sehr gelacht. Also, heute wollen wir nicht unangenehm auffallen. Ich gebe euch mal Rückmeldung, ob das so einigermaßen gut angekommen ist. Und ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und fühlt euch umarmt und gedrückt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ne? Jetzt kommt der Frühling und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir aus dem Schlimmsten der Pandemie raus sind und ich freue mich auf den Sommer und das hat nichts damit zu tun, was ich gerade gesagt habe, aber ich wollte es mal sagen. Also, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.